Guten Morgen und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Im Kopf des Feindes. Krian scheint hier Serial Killer zu sein. Für diejenigen von euch, die sich das Format noch nie angeguckt haben, es geht darum, dass Krian eine Folge Town of Salem aufnimmt und ich das Ganze kommentiere und andersrum genauso. Also auch ich habe eine Episode Town of Salem aufgenommen und Krian kommentiert das Ganze. Und das kommt heute Abend um 20 Uhr raus beim Krian. Also da ruhig auch vorbeischauen. Krian schreibt hier, that's a strange setup and it will be hard for Muff. Ja, das Setup ist interessant. Wir haben einmal drei Neutral Killings, vier Mafia und dann noch 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Random Neutrals, wo man natürlich nicht weiß, was die sind. Krian schreibt hier seinen letzten Willen. Er schreibt direkt, dass er SK ist. Mal gucken, ob Krian das reißen kann. Was auch verwirrend ist, ist meine Getränkemischung. Ich habe hier einmal einen Tee stehen. Ingwer, Zitrone. Der ist nicht mehr ganz so heiß, nicht mehr so geil. Und ich habe hier einen Becks stehen. Habe ich schon überlegt, ob ich sage, wenn der Krian Scheiße baut, trinke ich was. Da müsste ich ja durchgehen, am Tropf hängen, fast schon. Gut, drei Tote. Mal gespannt, was da jetzt so alles tot ist, wie es der Mafia geht. Heißt der Typ wirklich Random Neutral? Ja, der heißt wirklich Random Neutral. Und Krian hat ihn umgebracht. Gut, ein Mafia schon mal weniger. Nur noch drei Mafia. Der Samuel Seaborn. Und es scheint zumindest einen anderen Escape schon mal zu geben. Wunderbar. Wunderbar. Gut. Disguise. Zwei Mafia. Gut. Das sieht echt verdammt gut aus für die Mafia. Gleich ist das Spiel vorbei, weil der Rest nur noch SKs sind und Survivor und Amnesiacs und Jester und Executioner. Ich meine, Executioner würde hier direkt zum Jester werden, weil es ja keinen Townie gibt, den er töten könnte. Ja. Gut, da war schon mal ein Jester. Gucken, was das Random Neutral war. Bestimmt ein Random Neutral. Und... Oh. Weißt du, hingehen, abstechen und wieder abhauen. Das ist. Oh, Werwolf. Auch scheiße für einen Werwolf hier in so einer Runde. Ist nicht die feine englische Art. Woher weiß denn Tricia the Princess? Ah, ne, ist eh die andere Person. Warum macht die hier einen auf Dings? Wahrscheinlich Chester. Genau, Krian hat es erfasst, der neutrale Lookout, der ist ganz neu implementiert, den gibt es noch nicht so lange in Town of Salem, letztes Update, hat auch einen ganz eigenen Skin, also gar kein Problem, und Squara sagt, sie sollen Bob umbringen. Vor allem, AODSIUFY schreibt auch noch, Lookout can tell someone's role. Ich meine, ja, wenn nur einer kommt und es der Escaper, ist doch logisch, was er ist. Also, das ist hier, also, muss ich dem Krian ja mal recht geben, was er da schreibt. Schreibt er schön. Bob wird hier hochgevotet. Armer Bob. Ich meine, bei dem Namen, ja. Oh. Wir haben heute auf der Arbeit haben wir ein bisschen Namen rausgesucht, wie man seine Kinder nicht nennen darf. Unter anderem dürft ihr eure Kinder nicht Bierstüble nennen. Und was war noch dabei? Ich weiß es gar nicht mehr. Was waren da noch dabei? Was mich am meisten fasziniert ist, einer der Namen, die erlaubt waren, war Popo. Also wirklich Popo, P-O-P-O. Wie der Hintern, wie man liebevoll sagt, hier in manchen Regionen Deutschlands. War erlaubt. So wurde schon ein Kind genannt. Das fand ich ein bisschen heftig. Was gab es denn noch, was verboten war? Krian war verboten, glaube ich. Weil es einfach wurde gesagt, das wäre zu heftig, wenn man sein Kind Krian nennt. Nein, natürlich nicht. Einer hat Innocent gemotet, okay. So. Genau. Störenfried war verboten. Sputnik, Grammophon, Atomfried. Judas? Satan? Ich meine, wer zur Hölle kommt auf die Idee, sein Kind Satan zu nennen?
Ich meine, wer soll denn das gehen? Lass das Kind mal taufen auf den Namen. Oh, Mafia. Lass mal ein Kind taufen auf den Namen Satan. Und ich taufe dich auf den Namen Satan. Im Namen Gottes. Erstmal rülpsen. Ganz wichtig. So, von der Mafia ist noch ein einziger da. Und das ist der Gottfaser. Mafia ist, glaube ich, so ziemlich ja, am Arsch. Am Popo. Wo wir schön beim Popo waren. Pubert darf man sein Kind auch nicht nennen. Schröder auch nicht. Kein. Ja, und die Zahl Pi als Name ist auch verboten. Schnucki auch nicht. Aber wie gesagt, am faszinierendsten fand ich immer noch Popo. Und man darf sein Kind November nennen. Ich meine, ich weiß nicht, wie man auf die Idee kommt, sein Kind November zu nennen. Oder auch Emily Extra, was auch erlaubt ist. Ich meine, Emily, ja klar, ist ein normaler Name, würde ich jetzt auch nicht verneinen. Aber Emily Extra? Warum sollte man sein Kind Emily Extra nennen? Ist doch irgendwie ein bisschen verquer. Wer macht denn sowas? So. Ist Krian sein Ziel gestorben? Ich weiß es nicht, weil ich nicht aufgepasst habe und ich weiß, wen der Krian angegriffen hat. Peinlich. Gut, aber hier ist noch ein Jester tot. Krian, wen hast du umgebracht? Du Mörder. Das ist eine ziemlich langweilige Runde irgendwie. Also ich meine, ja. Krian outet sich hier direkt auch jetzt als SK. Er hat scheinbar noch einen Jester umgebracht. So. Outet er sich wirklich? Warum schreibt Chan jetzt Gummi? Ich meine, Gummi ist gestorben. Ja, Gummi ist dead. Tricia? The Princess. Wer ist Tricia the Princess? Wahrscheinlich aus irgendeiner Serie, die ich nicht kenne oder mich zumindest nicht daran erinnere, dass die Prinzessin Tricia hieß. Ja, der Godfather hat schon verloren. Das ist vollkommen korrekt, was Krian da schreibt, weil. Wobei, wenn dann Aso ist, der alle vier SKs um. Dann hat der Aso gewonnen, nicht der Godfather. Nevermind. Nevermind. Außer da wäre ein Veteran, aber da kann kein Veteran sein. So, jetzt wollen sie Shan umbringen. Der hat den Jester Skin sogar an. Also, wenn der mal nicht Jester ist. Only wanted to be loved. Ja, so ist das manchmal im Leben. Man will nur ein bisschen geliebt werden und schon hängt man, weil man umgebracht wird. So. Wird er sterben? Oder wird er leben? Darauf erstmal noch einen Schluck Ingwer-Zitronentee. Shan hat Krian angegriffen. Krian guckt nach und er wurde auch attackiert. Das ist korrekt. Ja, würde ich mal Innocent voten oder gar nichts? Gut. Und Annegren hat Innocent gewotet. Okay, das sah hier bei mir auf dem Video nicht so aus, aber okay. USK sagt Dump, except Krian. Krian ist hier nicht dumm. Finde ich gut. Krian wird hier. John ist auch nicht dumm, sagt er hier. Mal gucken, ob er auch SK war oder ob er der Godfather war, der einfach gesagt hat, er würde jetzt helfen wollen. Nee, das war der SK. Also einer der SKs, nicht der SK. Gibt ja mehrere. Ist ja nicht so, dass hier SK nur einzigartig ist. Das wäre ja auch ein bisschen langweilig. Und Krian will jetzt Tricia the Princess umbringen. Bin ich mal gespannt. So. Krian ist SK indeed. Ja, wird er 3 von 3 umbringen? Das ist die Frage. Neva de Consilierge. Okay.
Ja, das ist. Ach so, es gab ja gar keinen Godfather. Es gab ja nur einen Mafioso und drei Random Mafia. Habe ich schon wieder nicht aufgepasst? Ich habe ja gedacht, es gäbe einen Godfather. Nein, Krian, da ist kein Godfather. Es gibt nämlich keinen Godfather. Krian sieht es genauso wie ich, aber da ist gar keiner. Hank Krian feuert mit den Heath S.K. Ja, gute Idee. Es gibt mindestens noch zwei weitere. Das heißt, einer von denen da ist der S.K. Ist der Aso. Dude, da ist kein Godfather. Krian, muss ich erstmal einen Schluck Bierchen drauf trinken hier. Ich meine, das Gute ist, er hat drei von drei Chester mit getötet. Hat er gut gemacht. I can't visit you anyway. Ist eine gute Frage. Wer hat das geclaimt, Krian? So, jetzt müsst ihr euch entscheiden. Krian votet gegen Audsiufi. Auziufi. Auziufi. Er schreibt sogar, er ist nicht SK. Perfekt. Direkt hängen. Gar kein Problem. You're on trial for conspiracy against the town. What's your defense? Um es korrekt auszudrücken, what is your defense? Jetzt klemmt er auch noch Exe und sagt, Krian wäre sein Target. Was ja überhaupt nicht möglich ist, weil dann müsste Krian ja Tony sein. Also Chester wahrscheinlich. Krian votet hier noch guilty. Why can't I be Exe? Ja, warum auch immer dieser Typi claimt, er wäre Exe. Bin gespannt, er ist halt nicht mal Chester. Oder doch? Nee, jetzt müsste es eigentlich schon dastehen, wenn er Chester wäre. Es sind wieder mal hier wirkliche IQ-Drücke. Das war ein Arsonist. Krian, da ist kein Godfather. Learn the game, Krian. Learn the game. Krian, also wirklich, das habe ich sogar schon gecheckt, dass da kein Godfather ist. Also bitte. Da sind vier Stück tot. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Jetzt ist er verwirrt. Darauf erstmal einen Schluck Becks. Und nein, das ist kein Product Placement. Aber kauft demnächst die Alles Noobs außer Mutti-Shirts. Nein, Spaß. Okay, Krian wurde vom Aso angezündet und war dementsprechend scheinbar auch gedoust. Oh, wenn da jetzt Aso gegen SK steht, dann Plot Twist, Motherfucker. Hat er nicht schon gelieft? You are bad and lucky. Salt, salt, so much salt. Ich lache ja jetzt, wenn der andere Aso war, der vom Outsuv gedaust war. Es wäre zu gut gewesen. So. Ne, war auch ein SK. Damit hat der Aso jetzt gewonnen. Der Aso, ja, sag ich doch. Gut, dann vielen Dank fürs Zusehen. Wenn es euch gefallen hat, lasst doch ein Like da. Ihr dürft uns natürlich auch abonnieren. Das Ganze ist kostenlos. Ansonsten euch einfach nur einen super tollen Start in die Woche. Bis zum nächsten Mal und bye bye.